Familie Bartl und alle sonst, die dazugekommen sind, die Angehörigen, Freunde und wer sonst noch diese Feier also mitverfolgen am Apparat, am Gerät zu Hause. Ich grüße euch heute im Namen dieser Familie an dieser Feier teilzunehmen. Heute lässt der liebe Gott uns mal wieder anhalten und wir müssen einfach, wir werden sozusagen gezwungen, stillzustehen und zu erkennen, dass unser Leben ein Ende hat. Es ist auch ein Gruß noch vom Ausland gekommen, von Kanada. Leni Görzen, sie hat einen Neufeld geheiratet. Sie bestellt hier Grüße und Anteilnahme einer Freundin, so wie ich verstanden habe, an dieser Person der Verstorbenen. Und ich möchte beten und dann etwas aus der Bibel mitteilen. Wir können sitzen bleiben und ich bete. Vater im Himmel, heute stehen wir hier gemeinsam oder sitzen vor diesem Sarg. Und wir wissen und sehen, dass unser Leben auch hier auf Erden ein Ende hat. Sei du uns gnädig, dass wir es recht besinnen und verstehen und durchdenken. Segne du die Angehörigen, gib du uns diesen Trost, den du für deine Kinder hast in deinem Wort. Gib du uns deine Nähe, den Halt und was immer wir brauchen, die Kraft jedem Einzelnen, wie er es nötig hat. Und segne uns diese Feier. Amen. Es gibt ja einige schöne Texte für diesen Anlass und eines dieser Texte ist der Psalm 90. Ich möchte ihn heute lesen, nicht ganz, bis zum Vers 12. Und ich möchte heute einige Überlegungen vorausschicken, nicht anhängen. Denn es heißt hier, es ist das Gebet des Mannes Gottes Mose. Auch von Mose haben wir einen Psalm. Und wir rufen uns kurz ins Gedächtnis, wer dieser Mose war. Er hat ja die Bücher, die fünf Mosebücher geschrieben. Er hat von Gott das Gesetz erhalten. Er hat Israel durch die Wüste geführt und er musste erfahren, dass er nicht in dieses verheißene Land gehen durfte, wofür er eigentlich eine gute Zeit seines Lebens gelebt hatte. Und es ist mir auffallend, wie oft er hier in diesem Psalm von Gottes und von seiner durfte. Das war für ihn sehr schwer hinzunehmen. Aber er musste erkennen, Gott ist gerecht und er nimmt nicht zurück, was er gesagt hat. Jetzt möchte ich diesen Verse aus Psalm 90 lesen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe.
denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieser wunderbare Vers ist der Vers 12, mit dem ich hier diese Bibellese schließen möchte. Und ich sage es noch einmal, mir fällt auf, wie Mose, die Sünden und Gottes Zorn so oft erwähnt. Auch sogar unsere unerkannten Sünden spricht er hier an. Lassen wir uns von Gott durchleuchten und mögen wir diesen 12. Satz im Gebet auch aussprechen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir hören jetzt ein Lied von der Gruppe. Wir hören jetzt den Lebenslauf, gelesen von einem der Angehörigen. Bitte.
Lebenslauf von Frieda Bartel, geborene Klippenstein. Frieda Bartel, geborene Klippenstein, wurde am 1. April 1928 als achtes Kind von 10 Kindern in Savitaya, Russland, geboren. Ihre Eltern waren Heinrich und Katharina, geborene Klassen Klippenstein. Als sie 2 Jahre alt war, flüchtete sie mit ihrer Familie aus Russland über den Amur. 1932 kamen sie und ihre Familien mit den Harbinern hier im Chaco an. Somit ist sie noch eine der Pionieren von Fernheim. Mit 7 Jahren verlor sie ihren Vater, der durch eine Nierenentzündung starb. Sie und ihr Bruder Heinrich haben viel auf der Wirtschaft ihrer Eltern geholfen und geleistet, da ihr Vater schon so jung verstorben war. Sie bekehrte sich auf einem Jugendtreffen und ließ sich am 19. April 1946 mit 18 Jahren auf ihren Glauben in der Harbiner Brüdergemeinde taufen. Gern hat sie im Chor mitgesungen. Auch hat sie sich immer sehr um ihre Schwester Maria gekümmert und sie begleitet. Als ihre Mutter krank und pflegebedürftig wurde, hat sie auch sie gepflegt bis zum Tod. Am 18. Oktober 1973 hat sie Adolf Bartel geheiratet. Um mit ihrem Mann in einer Gemeinde zu sein, hat sie sich in der Gemeinde MBG Philadelphia aufnehmen lassen. Nach der Heirat zogen sie als Ehepaar für ein Jahr nach Neumeln und danach nach Philadelphia. Sie waren 7 Jahre verheiratet. Als ihr Mann Adolf im November 1980 starb, auf all den Bartels Familienfeste ist sie, solange sie noch konnte, immer dabei gewesen. Und es war ihr auch wichtig, dass es die gab. Auch bei ihr fanden Familienfeste statt. Ihre Geschwister Tina und Heinrich ist sie immer da gewesen und sie hat sie unterstützt, als sie im Pflegeheim kamen. Frieda Bartel bekam ein Angebot, nach Kanada zu ziehen, wo sie die Frau Mari von ihrem Cousin Henry Mattis pflegte. Sie bürgerte sich in Kanada ein und bekam dann die kanadische Staatsangehörigkeit. Sie war 7 Jahre in Kanada. Dort hat sie außer dem Pflegedienst bei Familie Mattis noch sehr viel anderes gelernt. Sie nahm Englisch- und Spanischkurse. Auch hat sie ihren Autoführerschein gemacht und Autofahren gelernt. Sie hat die Zeit in Kanada sehr genossen und hat von dieser Zeit immer sehr gerne erzählt. Auch hat sie in der Zeit in Kanada Tagebücher geführt. Sie war stolz darauf, Englisch zu sprechen. Am 24. Oktober 2015 bekam Oma zu Hause einen Schlaganfall, worauf sie aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit ins Pflegeheim kam. Ende des letzten Jahres 2022 wurde bei ihr Krebs festgestellt. Es war ein sehr aggressiver Krebs. Die letzten Monate waren sehr schwer und mit viel Schmerzen verbunden. Wie sie das Leiden auf sich nahm, ist sie uns ein großes Vorbild gewesen. Sie war so lange pflegebedürftig und besonders jetzt, wo sie so viel Schmerzen hatte, hat sie es angenommen, ohne viel zu klagen. Die Krankenschwester fragte ihr oft,
Tante Frieda, hast du Schmerzen? Sie sagte dann einfach, nein, das geht. Am 20. März 2023 um 9 Uhr hat der Heiland sie heimgerufen und sie von ihren Schmerzen erlöst. Ganz besonders möchten wir beim Pflegeheimpersonal für die liebevolle und gute Pflege bedanken, die ihr an unserer Oma gemacht habt. Auch besonders sind wir den Kaplan-Ehepaar Getz dankbar für die gute geistliche Begleitung. Den Kindern und Großkindern der Familie Bartel möchten wir Danke sagen, dass sie so gerne eingesprungen sind, bei Oma zu wachen und einfach bei ihr zu sein in dieser so schweren Zeit, die sie durchleben musste. Gott segne euch alle dafür, die Großfamilie Bartel. Liebe Familie Bartel, Schwester Frieda Bartel ist heimgegangen. Und wie wir im Lebensverzeichnis schon hörten, hat sie ein langes und reiches Leben gelebt.
Vielleicht ist das ein Moment der Trauer und des Abschiednehmens. Und Abschiednehmen ist immer schmerzhaft. Aber es ist nicht eine Trauer ohne Hoffnung. Diese Tatsache macht uns zu besonders bevorzugten Menschen. Wir trauern, aber wir trauern nicht ohne Hoffnung. Für uns Christen ist der Tod nicht das Ende unserer Existenz, sondern der Anfang der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Daran werden wir immer wieder erinnert, wenn wir am Sarg einer verstorbenen Person stehen. Wir leben in der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel. Davon sprechen auch die Verse aus Römer 8, 24 bis 25, wo es da heißt, denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Wir sind gerettet, doch in der Hoffnung, sagt Paulus. Als Christen leben wir in einem Stand des schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon gerettet, aber wir warten auf die völlige Erfüllung, wenn wir mit Gott in der Herrlichkeit sein werden. Als Christen leben wir in dieser lebendigen Hoffnung. Hoffnung ist ja die Antriebskraft, die das menschliche Herz am Leben hält. Ohne die Hoffnung können wir nicht leben. Ein Unfall kann den Körper lähmen, aber der Tod der Hoffnung lähmt den Geist. Hoffnung bedeutet nicht einfach, eine positive Einstellung zu haben, dass morgen alles besser wird. In diesem Sinne brauchen ja wir oft das Wort hoffen oder Hoffnung, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir auf die Dinge des täglichen Lebens warten. Wir hoffen auf den Regen, wir hoffen auf eine gute Ernte, wir hoffen auf gute Viehpreise, wir hoffen auf so viele Dinge. Das Hoffen auf diese alltäglichen Dinge gibt uns immer wieder neu Mut und Kraft. Unsere christliche Hoffnung aber geht viel tiefer. Unsere wahre Hoffnung hat etwas mit Gott zu tun. Es ist ein sehnsüchtiges Warten auf die Erfüllung der göttlichen Verheißung. Wir finden Hoffnung und Freude in unserem Glauben, weil wir glauben, dass die Welt, in der wir leben, in Finsternis gehüllt ist, dass aber Gott diese Welt überwunden hat. Das Fundament unserer Hoffnung hat mit dem einen zu tun, der stärker ist als das Leben und das Leiden. Unsere Hoffnung gründet sich auf Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Weil Christus von den Toten auferstanden ist, dürfen wir hoffen. Diese lebendige Hoffnung verändert unser Leben und gibt uns einen neuen Ausblick im Angesicht des Todes. Eine kleine Geschichte soll dieses etwas mehr verdeutlichen. Ein Soldat geriet einmal in Kriegsgefangenschaft. Mit der Bahn wurde er weit weg in ein Gefangenenlager gebracht. Er fühlte sich isoliert, seiner Familie beraubt, allem entrissen, was ihm vertraut war. Seine Einsamkeit nahm noch zu, als er keine Nachricht von zu Hause bekam. Er wusste nicht einmal, ob seine Familie noch lebte und was in seiner Heimat los war. Er hatte den Sinn verloren, für den es sich lohnte zu leben. Aber dann bekam er plötzlich einen Brief. Der Umschlag war völlig verschmiert und an den Ecken zerrissen von der monatelangen Reise. In dem Brief stand:
Wir warten auf deine Rückkehr. Bei uns hier ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Und im selben Augenblick war alles anders. Die Umstände waren immer noch dieselben. Der Gefangene verrichtete immer noch dieselbe schwere Arbeit bei derselben dürftigen Verpflegung. Aber jetzt wusste er, dass jemand auf seine Entlassung und seine Heimkehr wartete. Diese Hoffnung veränderte sein Leben. Gott hat uns einen ähnlichen Brief geschrieben. In der Bibel finden wir die wunderbaren Worte, dass Jesus auf uns wartet. Er ist schon voraufgegangen, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Als Kinder Gottes leben wir in der Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Gott. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus uns durch sein Blut den Weg zum Himmel erschlossen hat. Wir leben nicht mehr als solche, die keine Hoffnung haben. Wir haben die lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Jesus Christus. Diese Hoffnung hatte auch Schwester Bartel. An dieser Hoffnung hat sie sich bis zum Ende ihres Lebens festgehalten. Die lebendige Hoffnung verändert nicht nur unser Leben, sondern sie hilft uns auch, mit den Leiden der Gegenwart immer wieder fertig zu werden. Das hat auch Schwester Bartel erfahren. Besonders in den letzten Jahren hat auch sie immer wieder gelitten, wie wir auch schon hörten. Sie hat aber an der Hoffnung festgehalten. Wir können in unserem Leben extreme Verluste verkraften und große Leiden aushalten, doch niemand kann ohne Hoffnung leben. Ein Mensch ohne Hoffnung befindet sich in einem finsteren Tunnel ohne Ende. Der mennonitische Theologe Helmut Harder sagt, dass die Hoffnung auf Gott uns in der Gegenwart erhält. Wir bleiben in Gott in guten wie in schweren Tagen treu, weil wir glauben, dass die Zukunft in den Händen unseres himmlischen Vaters liegt. Weil wir diese lebendige Hoffnung so sehr dringend brauchen für unser Leben und für unsere Nachfolge, werden wir im Neuen Testament immer wieder darin angespornt und ermutigt, diese Hoffnung nicht zu vernachlässigen. Zum Beispiel schreibt Paulus in Epheser 1, 17 bis 19 folgende Worte. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Paulus schreibt, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Für Paulus ist es ein Anliegen, dass wir immer mehr verstehen, welche Hoffnung wir wirklich haben. Er ist sich dessen bewusst, dass für einen Christen die Hoffnung die tragende Kraft ist. Je fester wir in dieser Hoffnung sind, desto stärker werden wir unser Leben auf das Jenseits ausrichten. Je schwächer unsere Hoffnung ist, desto mehr werden wir uns auf das Leben hier auf der Erde konzentrieren. Das Leben hier ist auf der Erde ist dann alles, was wir haben. Wir leben in der Hoffnung. Als Christen klammern wir uns an die wunderbare Verheißung Gottes, dass der Tod für uns nicht das Ende ist. Wenn dieser kalte Sarg, der hier vor uns steht, vielleicht auch dagegen spricht, so dürfen wir die lebendige und freudige Hoffnung haben, dass der leibliche Tod für die Kinder Gottes,
der Eingang in die ewige Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, ist. Das sollen wir immer wieder verstehen und daran sollen wir festhalten. In Kolosser 1, in den Versen 4 bis 5, bringt Paulus einen ähnlichen Gedanken zum Ausdruck. Er schreibt da: Denn wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereit liegt. Weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung bereit liegt. Diese Erfüllung unserer Hoffnung liegt im Himmel bereit. Sind das nicht wunderbare Worte? Das, worauf wir hoffen, liegt für uns bereit. Es wartet nur darauf, dass wir es in Besitz nehmen. Wie schon gesagt, die lebendige Hoffnung ist die treibende Kraft für uns Christen. Wir hoffen auf ein Leben in der ewigen Herrlichkeit bei Gott, dem Vater. Und diese Hoffnung gibt uns immer wieder den Mut und die Kraft, um in unserem Glaubensleben weiterzumachen. Diese Hoffnung macht uns immer wieder neu bewusst, dass wir noch nicht ans Ziel angekommen sind. Wir sind noch unterwegs, aber wir haben das Ziel klar vor Augen und wir bewegen uns diesem Ziel entgegen. Auf diesem Weg zum Ziel machen wir verschiedene Erfahrungen. Und Jesaja 40, Vers 31 spricht etwas von diesen Erfahrungen. Da sagt es: Die aber, die auf dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Jesaja braucht in diesem Vers drei Verben, die unser Fortbewegen auf dem Weg der Nachfolge beschreiben. Wir fliegen mit Flügeln wie Adler, wir laufen und werden nicht müde, wir gehen und werden nicht matt. Fliegen, laufen, gehen. Manchmal werden wir auf dem Weg zum Ziel abheben und wie auf Adlers Flügeln einfach so dahin segeln. In solchen Zeiten fühlen wir uns von Gottes Kraft hochgehoben und getragen. Gott beantwortet unsere Gebete auf wunderbare Weise. Er gibt uns Widerstandskraft gegen Versuchungen und Sünde. Gott macht uns überraschend produktiv und beschenkt uns mit viel Kraft und Weisheit. Der segelnde Adler zeugt von einer großen Kraft und Erhabenheit. So geht es uns manchmal auf dem Weg der Nachfolge. Das sind besondere Momente Gottes in unserem Leben. Wir fliegen wie die Adler. Es gibt aber auch Zeiten, da schweben wir nicht, sondern bewegen uns viel näher zur Erde. In dieser Phase des Lebens laufen wir, aber es geht nicht ohne Probleme. Wir laufen, aber wir werden nicht müde. Auf unserem Weg zum Ziel müssen wir manchmal ganz mit den Flügeln schlagen. Doch mit Entschlossenheit und Durchhaltevermögen laufen wir das Rennen sicher dem Ziel entgegen. Wir erleben wohl Frustrationen und schwere Zeiten, aber wir spüren immer wieder Gottes besondere Zuwendung. In der lebendigen Hoffnung, das ewige Ziel zu erreichen, laufen wir siegessicher weiter. Unsere Kraft scheint niemals ein Ende zu nehmen. Wir laufen und laufen und haben so viel zu tun. Dann aber gibt es auch einen dritten Zustand, den Jesaja in diesem Vers beschreibt. Manchmal segeln wir nicht und wir können auch nicht laufen, sondern wir gehen nur langsam und mühevoll weiter. Zweifel, Schmerzen, Erschöpfung oder vielleicht auch Versagen hindern uns am Laufen. In diesen Zeiten können wir nur gehen und brechen fast zusammen. Es ist einfach nur ein langsames Weitergehen. Alles, was wir tun können, ist immer wieder zu sagen: Gott,
ich mache weiter. Ich gebe nicht auf. Die lebendige Hoffnung treibt uns dazu an, trotz aller Kämpfe nicht aufzugeben. Wer hat solche Erfahrungen nicht auch schon mal gemacht? Vielleicht hat Schwester Bartel in ihrem langen Leben auch diese drei Erfahrungen durchgemacht. Zu gewissen Zeiten ist sie in ihrem geistlichen Leben durch die Luft gesegelt. Sie hat besondere Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie hat große Segnungen erfahren und hat geistliche Siege erlebt. Bestimmt hat es aber auch Zeiten gegeben, wo sie gelaufen ist, ohne müde zu werden. Es war wohl schwer, es gab Sorgen und Frustrationen, aber sie hat Gottes Treue und Kraft in besonderer Weise erfahren. Und wir hörten im Lebenslauf von den Jahren in Kanada, wo sie noch so viel unternommen hat. Dann aber hat sie auch Zeiten in ihrem Leben gehabt, wo sie nur noch langsam weitergehen konnten. Die Lasten des Lebens wollten sie erdrücken. Die Krankheit und das Leiden waren schwer. Vielleicht waren auch für sie die Verse aus Psalm 91, 1 und 2 in solchen Momenten wichtig. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Gerade auch in den Zeiten, wo wir nur noch langsam gehen können, wo wir uns oder wo wir an Krankheit gebunden sind, da ist es so wichtig, dass wir unsere Blicke fest auf Gott richten. Und für Schwester Bartel war Gott ihre Zuflucht und ihre Burg. Weil sie diese Zuflucht bei Gott gefunden hatte, konnte sie bis zum Ende ihres Lebens durchhalten. Und sie ist jetzt ans Ziel gekommen. Schwester Bartel ist vom Hoffen zum Schauen gekommen. Sie darf jetzt die Herrlichkeit des Vaters sehen. Sie darf jetzt den sehen, auf den sie in ihrem Leben gehofft hat. Und das Wichtige ist, sie wird nicht einen Fremden ins Angesicht schauen, sondern sie wird den sehen, den sie zu Lebzeiten kennengelernt hat. Und das ist das Wunderbare an der Gnade Gottes. Wir aber, die wir zurückgeblieben sind, leben noch in der Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung gibt uns immer wieder Trost und Kraft. Auch für euch, liebe Familie Bartel, ist die Hoffnung auf ein Leben in der Herrlichkeit gerade auch in diesem Moment eine Quelle der Kraft und der Zuversicht. Gerade auch in dieser Zeit der Trauer und des Abschiednehmens dürft ihr mit dieser Zuversicht leben, dass eure Stiefmutter, eure Oma, eure Großmutter, eure Urgroßmutter bei Jesus Christus ist und dass ihr ein Wiedersehen mit ihr erleben werdet. In Hebräer 10, 23 werden wir ermutigt: Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns an der Hoffnung festhalten. Jesus Christus steht zu seinem Wort. In seinen Armen sind wir geborgen. Deshalb dürfen wir in Zuversicht hoffen. Wir sind noch auf dem Weg, aber wir leben in der Hoffnung. Vielleicht befinden sich hier in der Versammlung einige, die in diesem Moment ihres Lebens wie auf Adlers Flügel durch die Luft segeln. Andere laufen und werden nicht müde. Vielleicht gibt es aber auch solche Personen hier, die bewegen sich unter der Last des Lebens nur langsam weiter. Fliegen, laufen oder gehen, egal in welcher Situation wir uns befinden, wir leben von der Hoffnung. Wir befinden uns auf dem Weg zum Ziel. Diese lebendige Hoffnung, diese Hoffnung, dass auch wir einst in Gottes Herrlichkeit sein werden, treibt uns an. Diese Hoffnung gibt uns immer wieder neue Kraft, um im Glauben
und in der Liebe zu wachsen und festzuhalten. So wie auch Phil Bosmans in einem Gedicht so schön zum Ausdruck bringt: Ich halte nur eins in meinen Händen, und das ist die Hoffnung. Bis zu meinem letzten Atemzug gibt mir die Hoffnung Freude am Leben. Das schenke uns Gott in seiner Gnade. Amen. Neigen wir unser Haupt zu einem Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns die lebendige Hoffnung geschenkt hast. Schwester Frieda Bartel ist vom Hoffen zum Schauen gekommen. Sie ist beim Ziel angekommen. Danke für ihr Leben. Danke für das, was du in ihrem Leben und durch ihr Leben getan hast. Wir sind noch unterwegs. Wir leben noch von der Hoffnung. Bitte hilf uns, dass wir an dieser Hoffnung festhalten. Egal wie es uns geht, egal wie die äußeren Umstände sind, hilf uns, Herr, dass wir ganz fest in der Hoffnung bleiben, um auch eines Tages bei dir, bei diesem Ziel zu sein, bei dir in der Herrlichkeit. Wir bitten dich für die Trauerfamilien, segne sie, tröste sie und setze sie zum Segen. Das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wir warten auf deine Rückkehr, wurde
diesem Soldaten geschrieben. Und dann dachte ich an den Psalm 90, wo Gott sagt, kommt wieder, Menschenkinder. Ich verstehe, es bezieht sich da auf das Ende unseres Erdenlebens und wo wir dann zurückkehren sollen zu unserem Gott. Ich dachte, wenn Schwester Frieda auch einen Kranz hätte machen lassen, würde vielleicht drauf stehen, ich erwarte eure Rückkehr, ich erwarte euch dort. Und diese Hoffnung haben wir, davon haben wir in der Predigt gehört. Wir wollen auch noch die Leichenschau hier drinnen jetzt haben und ich bitte, dass die Zuständigen den Sarg öffnen. Bitte von hier so anfangen, dann geht's zum Friedhof, wo wir dann den letzten Teil machen.